Sigurd, mein Schatz. Junge Frau, hallo. Haben Sie uns gerufen? Ja. Die Frau ist verwusstlos, der Kinderwagen ist leer. Hallo. Ja, aber Sie hatten uns nur angerufen und gesagt, das ist ein Überfall. Sie haben nicht erwähnt, dass die Frau bewusstlos ist. Haben Sie wenigstens schon Krankenwagen gerufen? Nee, noch Atmung nicht, ist okay. Leider, aber der Kinderwagen. Kommen Sie mal zu sich. Hallo. Hallo. Hallo, kommen Sie mal. Setzen Sie sich mal auf. Ganz langsam. Was ist denn los mit Ihnen? Wie ist denn Ihr Name? Caro Jakob. Frau Jakob, was ist denn passiert? Wo ist meine Tochter? Die Kinderwagen war leer. Meine Tochter ist weg. Ich war mit ihr hier spazieren und hab sie gestillt und er hat mich jemand betäubt. Betäubt? Sind Sie sich ganz sicher? Vielleicht sind Sie nur ohnmächtig geworden. Nein, mich hat ihr jemand betäubt. Oh Gott, wo ist mein Kind? Haben Sie ein Foto von Ihrer Tochter da? Ja, auf dem Handy. Wo ist meine Tasche? Meine Tasche ist weg. Wie alt ist da war mein Portemonnaie drin. Ganz ruhig jetzt, ganz ruhig mal. Wie alt ist denn Ihr Baby? 4 Monate. 4 Monate. Wissen Sie noch, was er anhatte? Ja, ich ganz ruhig, nicht. Ganz ruhig. Okay, geht mal eine Fahndung durch. Ja. Bleiben Sie ganz ruhig. Ja, ganz ruhig. Wir holen jetzt erstmal einen Rettungswagen. Sie müssen unbedingt im Krankenhaus untersucht werden. Und dann, mein Kollege gibt jetzt schon die Fahndung nach Ihrer Tochter aus. Wir finden Ihre Tochter, ja? Bringen Sie mir mein Kind zurück. Ja. Obwohl die Polizei eine Großfahndung nach Caro Jakobs Tochter eingeleitet hat, fehlt von der 4 Monate alten Ida auch am nächsten Morgen jede Spur. Caro steht völlig neben sich und ist froh, dass Schwiegermutter Ulrike da ist. Denn Lebensgefährte Benny ist ihr in dieser schlimmen Situation keine Hilfe. Hättest du irgendwas Warmes machen können? Das ist jetzt dein Ernst? Du sitzt hier, guckst Fernsehen, isst genüsslich hier die Brote und deine Tochter wurde entführt, ist noch nicht bei dir angekommen. Jetzt soll dir deine Mama auch noch Essen machen. Ich glaube, du spinnst ein bisschen. Da muss ich Caro wirklich recht geben, ja? Ja, ich mache mir auch mega Sorgen, ja? Aber ich wollte mich jetzt einfach nur mal ablenken lassen. Ablenken? Verspannt. Bennys gleichgültiges Verhalten lässt Caro nur noch mehr verzweifeln. Die Angst um ihr Baby wird mit jeder Sekunde größer. Haben Sie irgendwas rausgefunden? Gibt es irgendwas Neues? Leider nein, Frau Jakob. Allerdings haben wir Ihre Tasche gefunden. Sie lag am Parkausgang in einem Mülleimer. Also mal, können Sie vielleicht mal den Fernseher bitte ausmachen? Ja, wir haben dann auch aus dem Krankenhaus noch Ihre Untersuchung der Blutwerte und Sie wurden mit Chloroform betäubt. Mit Chloroform? Und dann herzlichen Glückwunsch, schwanger sind Sie auch noch. Wie bitte? Du bist schwanger? Ich erfahre das von der Polizei und nicht mal von dir? Was soll der Scheiß, ja? Der Inhalt der Tasche war für uns relativ aufschlussreich. Neben Portemonnaie und Handy haben wir auch eine Broschüre gefunden. Eine Broschüre über Schwangerschaftsabbrüche. Warum hast du denn nichts gesagt, Caro? Und vor allen Dingen, wie kannst du nur eine Sekunde über eine Abtreibung nachdenken? Ja, vor allem, ich dachte, wir hätten das geklärt und wir wollten kein zweites Kind. Das ist jetzt wirklich krass von dir, ja? Frau Jakob, kann es vielleicht sein, dass Sie mit der Gesamtsituation überfordert waren? Die kleine Ida und dann die erneute Schwangerschaft. Ja, was ist jetzt mit Ida? Was haben Sie mit der Kleinen gemacht? Wie bitte? Sie haben mich doch selbst aufgefunden. Ist es jetzt Ihr Ernst, dass Sie mich verdächtigen? Ich würde meiner Kleinen niemals irgendwas antun. Ich liebe sie. Kann es vielleicht sein, dass Sie Ida weggegeben haben? Oder schlimmstenfalls sogar verkauft? Ich würde meine Kleine niemals weggeben. Für kein Geld der Welt. Wie kommen Sie denn auf so einen Schwachsinn? Caro würde Ida nie irgendwas antun. Oder, Benny? Caro ist eine sehr liebevolle und sehr gute Mutter.
Wie auch immer, das müssen wir alles noch klären. Frau Jakob, Sie werden uns jetzt zur Polizeidienststelle begleiten und wir werden Sie dort zu dem Sachverhalt vernehmen. Kommen Sie bitte. Ja, kommen Sie mal. Jetzt schau mich nicht so an, ich bin echt sauer. Immer noch, ja? Und ich glaube, es ist besser, wenn ich hier bleibe, falls es was Neues gibt. Kommen Sie mal. Mach dir keine Sorgen, ja? Ich komme sicher nachher wieder nach Hause. Bevor Jakob. Ich weiß wirklich nicht, warum Caro nichts von der Schwangerschaft erzählt hat. Ich habe gedacht, wir haben ein gutes Verhältnis, ja? Aber dass die Polizei ihr jetzt unterstellt, dass sie irgendwas mit dem Verschwinden von Ina zu tun hat, ist doch völlig absurd. Das ist absolut lächerlich, ja? Auf dem Polizeirevier angekommen, muss Caro zu dem Sachverhalt aussagen. Ich verstehe überhaupt nicht, wie Sie das glauben können. Sie haben doch selbst gesagt, dass ich Chloroform im Körper hatte. Und ich wurde überfallen und betäubt. Ich würde Ihnen ja gerne glauben, aber... Ja, was aber? Nur weil ich meinem Freund nicht gleich gesagt habe, dass ich schwanger bin? Frau Jakob, ich glaube, dass Sie sehr verzweifelt sind. Und dass Sie das selber gemacht haben. Hatten Sie Komplizen? Wo ist Ida? Guten Tag. Oh, hallo. Frau Jakob, Rechtsanwältin von Minkwitz, ich bin Ihre Verteidigerin. Und meine Mandantin macht ab sofort von ihrem Recht zu schweigen Gebrauch, bis wir die Sache besprochen haben. Und ich fand, das hörte sich eben nicht gut an. Das hörte sich so an, als ob Sie mit der Vernehmung schon begonnen haben, obwohl Sie wissen, dass ich komme. Haben Sie vielleicht mal einen Augenblick, um uns alleine zu lassen? Okay, einen Augenblick. Räumen wir ihn ein. Das ist sehr freundlich. Dankeschön. Frau Jakob, jetzt erzählen Sie mir doch bitte mal, was passiert ist und vor allen Dingen, warum Sie überhaupt hier sind. Die Polizei hat eine Broschüre gefunden in meiner Handtasche über Abtreibung. Mittlerweile steht auch fest, ich bekomme das Kind auf jeden Fall. Eine Abtreibung kommt nicht in Frage. Aber der Vater von Ida, Benny, der ist doch mit einem Kind schon total überfordert. Und er hat mir immer gesagt, dass er kein zweites will. Und deshalb habe ich ihm auch noch nicht gesagt, dass ich wieder schwanger bin. Das heißt, Ihre Beziehung zum Kindesvater ist zurzeit verdammt schwierig. Ja, wir waren ein Traumpaar. Und als Partner ist er wirklich toll. Aber als Vater, wenn Ida weint oder wenn es irgendwelche Probleme gibt, dann schaltet er immer auf Durchzug. Und der unterstützt mich nicht. Und wenn wir streiten, ich habe das Gefühl, mir ist alles egal. Also wissen Sie, ich glaube, Ihr Freund ist absolut überfordert, so wie Sie das schildern. Aber das Wichtigste ist doch, und darauf müssen wir uns konzentrieren, dass wir Ida wiederfinden. Was ist denn, wenn die Kleine die ganze Zeit brüllt und der Entführer ist total überfordert und weiß nicht, was er machen soll? Denn ich habe so eine Angst, dass sie verhungert. Sie wird noch gestillt. Was ist, wenn sie das Fläschchen nicht nimmt? Frau Jakob, ich bitte Sie, so schnell verhungert ein Baby nicht. Aber ich finde Ihren Gedanken richtig. Wir müssen uns darauf konzentrieren, was der Entführer möglicherweise macht. Und sicherlich, so wie Sie das schildern, wird Ida sehr unruhig sein, wird schreien, ist an Stillen gewöhnt, akzeptiert vielleicht keine Flasche. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass wir alle umliegenden Krankenhäuser, Polizeistationen und was sonst noch in Frage kommt, informieren. Also wissen Sie was, ich werde jetzt erstmal Ihre Ermittlungsakten einsehen, damit ich weiß, wie ich Sie erfolgreich verteidigen kann. Und Sie besorgen mir möglichst schnell ein zeitnahes Bild von Ida, ein Foto. Und dann machen wir Flyer und vielleicht hat jemand Ida gesehen oder es macht den Entführer nervös und er bringt sie sicher zurück. Okay. Ich hole mal die Polizei wieder rein, ja? Auf mich macht Caro Jakob den Eindruck einer wirklich verzweifelten Mutter, die einfach nur ihr Kind wiederhaben will. Und ich werde alles tun, ihr dabei zu helfen. Die Anwältin hat noch am selben Tag Flyer mit einem Foto von Ida drucken lassen, auf denen steht, dass der Säugling entführt wurde. Caro, ihr Freund Benny und dessen Mutter Ulrike haben sich aufgeteilt, um Kliniken, Arztpraxen und Geschäfte mit der Suchmeldung zu versorgen. Hey Ulrike, hey. Ich war noch schnell im Krankenhaus hinter dem Park, die haben deine Babyklappe. Das ist ja eine super Idee. Ich habe noch ein paar hier im Supermarkt aufgehängt. Lieben Dank für deine Hilfe, ist wirklich super. Sag mal, wo ist eigentlich Benny? Guck mal. Hey, sag mal, Benny, willst du mich verarschen? Ich verteile hier Zettel mit deiner Mutter durch halb Kreuzberg und Neukölln und du sitzt hier und trinkst genüsslich mit Guido dein Bierchen oder was? Mensch, Caro, wir wollten bloß ein kurzes Bier trinken. Nur ein kurzes Bier? Sag mal, vermisst du deine Tochter nicht? Das ist doch dein Kind. Wie kann ich sowas so kalt lassen? Machst du dir keine Sorgen? Unsinn ist das, okay? Ich mache mir genauso große Sorgen. Ja, und jetzt habe ich hier aber Guido gerade vor 5 Minuten getroffen. Er wollte mich mal auf andere Gedanken bringen.
Ja, jetzt dreh mir keinen Strick draus aus der Sache. Sollte nur eine kurze Pause werden, ehrlich. Ja. Nur eine kurze Pause? Du hast noch gar nichts verteilt. Boah, Caro, lass gut sein jetzt. So, ich bin mein Freund. Hallo, Jakob. Nimmst jetzt diese Flyer hier und verteilst die. Ja. Hast du verstanden? Okay. Ja. Ja, ich wollte es jetzt sowieso ja, machen. Ja, super. Ich will nur einen klaren Kopf behalten. Vielen Dank. Ich komme sofort, ja. Danke, tschüss. Was ist denn los? Wir waren da dran. Das war das Krankenhaus. Die haben gestern ein Baby abgegeben, was genau zu der Beschreibung auf Ida passt. Lass uns sofort dahin. Ciao, Guido. Jetzt. Hallo, da sind Sie ja. Hallo, Frau von Minkwitz. Hallo, hallo, Frau Otten, Herr Otten. Hier geht's lang. Ich habe mich schon erkundigt, wo es ist. Okay. Das ist Ida! Also, das ist doch alles wieder. Sie verstehen nicht, das ist mein Baby. Mein Baby ist es. Ich habe sie nicht in die Babyklappe gegeben. Hallo, lassen Sie mich doch bitte zu meinem Kind. Jetzt beruhigen wir uns erst einmal. Warum darf ich nicht zu meinem Kind? Beruhigen Sie sich erst einmal, Frau Jakob. Ich habe noch ein paar wichtige Fragen an Sie. Ich bin Rechtsanwältin von Minkwitz. Ich vertrete die Frau Jakob. Und wir können beweisen, dass das Ihr Kind ist. Also, wenn ich mich erst mal vorstellen darf. Ich bin die Frau Schulz. Ich arbeite für das Jugendamt. Und ich bin im Moment für das Wohl der Kleinen zuständig. Ihr Wohl, geht's ihr gut? Hat ihr jemand was getan? Ist sie versorgt? Ich kann Sie beruhigen, alles, was die Ärzte bis jetzt gesagt haben, dass sie körperlich in Ordnung ist. Aber die Polizei hat mir auch mitgeteilt, dass sie unter dem Verdacht stehen, dass sie den Kindesraub und den Überfall selbst vorgetäuscht haben. Das sind alles haltlose Vorwürfe, die werden wir widerlegen. Meine Anwältin hat recht, das ist totaler Quatsch. Solange der Verdacht im Raum steht, dürfen Sie nicht zu Ihrer Tochter. Also meine Mandantin stillt. Das kann doch wirklich nicht Ihr Ernst sein. Die ist unschuldig. Ich werde notfalls die Herausgabe beim Familiengericht beantragen. Also es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Aber ich handle hier wirklich zum Wohl des Kindes. Und ich kann Sie beruhigen, die Kleine hat schon ihr Fläschchen bekommen. Und bei aller Liebe, Sie sind Kassiererin. Ja, sind wieder ungewollt schwanger geworden. Herr Otten ist arbeitslos. Ich werde die Sache genauestens überprüfen, bevor Sie das Kind wiederbekommen. Das ist ja wohl eine Frechheit. Mein Sohn ist nicht arbeitslos, der ist arbeitslos. Das ist noch ein Unterschied, ja? Frau Schulz, was sagen Sie denn da? Ich meine, 50% der Mütter in Deutschland werden unbeabsichtigt schwanger. Und wie viele Väter sind arbeitslos? Ich meine, da müssten Sie ja 30% aller deutschen Babys in Pflegefamilien unterbringen. Alles, was ich damit sagen wollte, ist, dass ich halt aus meiner Erfahrung her sagen kann, dass sehr viele Mütter ihre Kinder schon weggegeben haben, wenn sie einfach überfordert waren. Aber ich bin nicht so eine Mutter. Ich liebe mein Kind. Man hat sie mir entführt. Ich kann überhaupt nichts dafür. Okay. Also die Kleine, die wurde auch leicht unterkühlt in der Babyklappe abgegeben. Und bevor ich jetzt alle weiteren Entscheidungen treffe, muss ich erstmal alles überprüfen. Und solange kommt die Kleine in eine Bereitschaftspflegefamilie. Sie hören von mir. Gut. Könnt ihr das echt machen? Also solange das Ermittlungsverfahren gegen Sie läuft, bin ich machtlos. Deswegen werde ich erstmal zur Polizei gehen, sehen, dass das Ermittlungsverfahren eingestellt wird und gleichzeitig die Herausgabe des Kindes beim Familiengericht beantragen. Da ist meine Kleine so nah vor mir und ich darf sie nicht mal auf den Arm nehmen. Warum werde ich dafür bestraft, dass ich überfallen worden bin und mir jemand mein Kind geraubt hat? Ich verstehe das nicht, aber ich werde alles dafür tun, dass meine Kleine bald wieder heile zu Hause ist. Und ich bin sehr dankbar, dass ich so eine tolle Anwältin an meiner Seite habe. Aber ich meine, Sie glauben doch nicht im Ernst, dass meine Mandantin das alles inszeniert hat. Dass sie dann zum Schluss das Kind in eine Babyklappe tut. Warum? Tja, vielleicht um etwas Aufmerksamkeit zu erlangen. Ja, und deswegen wirft sie ihre Handtasche ins Gebüsch, betäubt sich dann selber mit Chloroform. Das Taschentuch wird vom Winde verweht. Das glauben Sie doch selber nicht. Warum sollte ein Fremder dieses Kind entführen, um es dann ein paar Stunden später an der Babyklappe wieder auszusetzen? Ja, das erklärt sich doch von selbst. Er war mit diesem Kind völlig überfordert. Das hat geschrien, das hat nicht gegessen und er wusste nicht mehr, was er machen sollte. Und da hat er es eben in der Babyklappe abgelegt. Beim besten Willen. Wir können hier den Anfangsverdacht gegen Frau Jakob nicht einfach fallen lassen. Wir müssen jetzt erstmal die Ermittlungen abwarten. Wissen Sie, ich verstehe die Welt nicht mehr. Bloß, weil Sie den wahren Täter nicht finden, halten Sie an dem Ermittlungsverfahren gegen meine Mandantin fest. Das ist wirklich unfair. Wiedersehen. Ich wünschte wirklich, dass die Polizei in diesem Fall etwas kooperativer wäre.
Aber ich werde jetzt als nächstes ein Besuchsrecht für meine Mandantin durchsetzen. Da wird zwar immer ein Mitarbeiter vom Jugendamt dabei sein, aber für mich ist wichtig, dass meine Mandantin ihr kleines Baby ganz schnell wieder in die Arme schließen kann. Während die Anwältin alles in die Wege leitet, damit Idas Eltern ihre Tochter bald sehen können, spielen Karos Gefühle verrückt. Dass ihr Baby bei einer Pflegefamilie leben soll, macht die 24-Jährige vollkommen fertig. Lebensgefährte Benny scheint das Ganze kalt zu lassen. Kannst du auch mal bitte irgendwie aus dem Bild gehen? Mann, ich könnte echt losheulen, wenn ich daran denke, dass sie einfach bei einer fremden Familie untergebracht ist. Sie kennt die nicht, die kennen sie nicht. Das ist doch total schräg, oder nicht? Sag mal, vermisst du Ida eigentlich gar nicht? Doch, klar. Ich denke mal, sie ist da gut aufgehoben, ja? Und jetzt haben wir auch mal einen Abend Ruhe dafür. Ruhe? Unsere Kleine ist nicht bei uns und du willst hier die Ruhe genießen? Ja, raffst du denn nicht, dass ich immer noch sauer auf dich bin? Du bist sauer, weil ich schwanger bin und dir nicht gleich was davon erzählt habe. Richtig. Der Kandidat hat 100 Punkte, ja? Du bist wieder schwanger und sagst mir nichts davon und wolltest aufpassen? Und hinter meinem Rücken checkst du irgendwelche Abtreibungskliniken ab? Ich habe überhaupt nichts heimlich hinter deinem Rücken abgecheckt. Ich war beim Arzt, da lag der Flyer, ich habe den mitgenommen, war einfach verzweifelt. Aber für mich steht fest, eine Abtreibung kommt auf keinen Fall in Frage. Ach so, dann entscheidest du wieder alles alleine, ja? Ich dachte, wir waren uns einig, dass uns ein Kind reicht. Mit dem einen Kind haben wir schon genug Arbeit. Wir haben genug Arbeit? Was hast du denn für Arbeit? Lang schlafen, nichts machen, nicht einkaufen gehen, nicht kochen, Fernseh gucken, Chips essen? Sag mal, liebst du mich eigentlich noch? Was soll denn die Frage jetzt, ja? Ich meine, ich tue ja wohl alles, was ich kann. Und stillen kann ich nicht und kochen kann ich ja wohl auch nicht. Ich habe sogar deine Flyer da verteilt, obwohl ich noch sauer war. Ja, wow, toll. Was ist das denn jetzt? Jakob? Hallo, Frau von Minkwitz. Ach, im Ernst? Oh, wow, super. Ja, na dann bis morgen. Ja, danke. Tschüss. Hey, das war die Anwältin. Wir können morgen Ida besuchen, in ihrer Pflegefamilie. Cool. Ja, du kommst doch mit, oder? Ja, ja, klar, kann ich machen. Ja, ich ruf mal deine Mutter an. Ich weiß nicht, was mit Benny los ist. Klar, er ist sauer auf mich wegen der zweiten Schwangerschaft, aber ich habe schon länger das Gefühl, dass er mich nicht mehr richtig liebt und Ida ist ihm auch nicht sonderlich wichtig. Aber jetzt zählt erstmal nur eins, dass ich morgen Ida sehen und umarmen kann. Ich freue mich riesig auf meine kleine Maus. Oh no, did I get too close? Oh. Nach einer unruhigen Nacht, in der es zwischen Caro und Benny immer wieder Streit gab, haben die jungen Eltern am nächsten Morgen einen Besuchstermin bei Idas Pflegemutter Mariana Beck. Auch Jugendamtmitarbeiterin Frau Schulz ist vor Ort. Da ist ja meine süße Maus. Hallo. Hallo, Mama ist da. Ah, oh, mein Engel, ich hab dich so vermisst. Geht's dir gut, ja? Klappt das denn mit der Flasche? Naja, beim ersten hat sie noch ein bisschen geschimpft, aber dann ging's, hat sie leer getrunken. Ne? Ach, Mama hatte so Angst, dass du verhungerst. Ne? Wie war die Nacht? Also bei mir wacht sie immer alle 3 Stunden auf. Ach, das war eigentlich auch ganz gut. Sie ist um 8 eingeschlafen, bis um 12, dann ist um 3 nochmal gekommen und dann hat sie durchgeschlafen bis zum Morgen. Alles okay. Gut. Fein. Hast du fein geschlafen, meine tapfere Maus. Ne? Mhm. Papa und ich haben dich so vermisst. Benny? Ja, ja, klar, haben wir. Auf jeden Fall. Ich freue mich, dass es Ida wieder gut geht. Aber Caro, ich muss jetzt echt auch gleich wieder los. Wie, du willst schon wieder los? Du hattest sie doch nicht mal auf dem Arm. Ja, aber es ist mir alles irgendwie ein bisschen seltsam hier. Gerade als Benny das Weite suchen will, trifft Barbara von Minkwitz in Begleitung von Caros Schwiegermutter Ulrike ein. Die Anwältin möchte sich persönlich ein Bild von der Lage machen. Nur schön, wenn dein Sohn sich auch so gefreut hätte, aber ja, der will gleich wieder los und hatte sie nicht mehr auf dem Arm. Ach so, Quatsch. Ich freue mich auf jeden Fall, dass Ida wieder da ist. Ich hoffe, dass sie bald wieder zu Hause ist. Das kann ich mir vorstellen. Oh, Frau Minkwitz, hätten Sie mal einen Moment Zeit für mich? Ja, sicher, gerne. Ich glaube, wir gehen mal lieber nach draußen. Okay. Ich würde ganz gerne unter 4 Augen mit Ihnen sprechen, ja? Mhm.
Also, ich muss Ihnen wirklich ganz ehrlich sagen, ich halte es für keine gute Idee, die Kleine jetzt den Eltern zurückzugeben. Ach, und warum nicht? Wissen Sie, ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, aber der Kindsvater, der wirkt für mich total desinteressiert. Der hat die Kleine nicht mal in den Arm genommen bzw. begrüßt. Also das kommt mir spanisch vor. Und als die Mutter dann kam, hat er auf einmal auf interessiert gemacht. Aber für mich war das gespielt. Das kam nicht echt rüber. Ist mir auch aufgefallen, Frau Schulz, das stimmt. Aber trotzdem, ich meine, können Sie Ihre Entscheidung doch nicht ausschließlich vom Verhalten des Kindesvaters abhängig machen? Irgendwas stimmt da nicht. Die Frau Jakob, die wirkt auf mich auch total labil. Also ich glaube nicht, dass die beiden gerade in der Lage sind, der Kleinen ein stabiles Zuhause zu geben. Also wissen Sie was? Ich meine, die sind doch hochgradig traumatisiert. Meine Mandantin ist überfallen worden, ihr Kind ist entführt worden, dass die durch den Wind ist, das ist doch das Normalste von der Welt. Und ich versichere Ihnen, die ist wirklich eine auffallend liebevolle und fürsorgliche Mutter. Also genau das glaube ich im Moment nicht. Was halten Sie davon, wenn wir die Frau Jakob mal dazuziehen? Ja, können wir machen. Frau Jakob, können Sie so nett sein, mal eben runterkommen? Wissen Sie, die Frau Schulz und ich, wir haben da ein Problem. War eigentlich der Kindesvater schon immer so seltsam? Der ist doch ausgesprochen distanziert gegenüber dem Kind. Naja, Benny wollte eigentlich nie Kinder. Aber als ich dann schwanger war, haben wir uns beide gefreut. Und ich merke ja selber, dass er nicht so richtig den Bezug hat zu ihr. Aber erst, das braucht doch Zeit irgendwie, bis er sich darauf einlassen kann. Und bis er auch lernt, wie man mit unserem Baby umzugehen hat. Und das ist doch für ihn bestimmt auch nicht so einfach. Frau Jakob, bei aller Liebe, nach 4 Monaten. Ihre Tochter ist 4 Monate alt. Also glauben Sie nicht, dass sich der Vater langsam dran gewöhnen hätte sollen? Entschuldigen Sie, wenn ich Sie das frage, aber können Sie sich vorstellen, dass der Benny wollte, dass Ida verschwindet? Nein, ach, auf keinen Fall. Es ist manchmal anstrengend bei uns, aber Haben Sie da schon mal irgendeine Vorahnung gehabt oder hat er Ida mal gefährdet? Wir hatten so eine anstrengende Nacht hinter uns und die Kleine hat nur geschrien und da hatte halt Bauchweh und da meinte er, wünschte sich, dass wir zu zweit wären. Ach du lieber Gott, also der hat sich das Kind eigentlich wieder weggewünscht. Nein, der hat sich wirklich nur ein bisschen doof ausgedrückt. Also das hat er nicht so gemeint, das war wirklich eine harte Nacht. Sagen Sie, wie steht denn eigentlich das Verhältnis zu seiner Mutter? Ja, sie liebt ihn und sie liebt auch Ida total und sie unterstützt uns auch finanziell, seitdem Ida da ist. Und wenn sie da ist, ist er immer so ein Vorzeigedaddy und immer total super. Und ja, wenn sie dann weg ist, dann ja, ist er halt ganz anders. Sagen Sie, Frau Jakob, ich muss Sie das leider fragen. Können Sie mit 100%iger Sicherheit ausschließen, dass Benny hinter der Entführung steckt? Keine Ahnung. Entschuldigung, dass ich störe, Frau Schulz. Ich hätte da noch eine Frage. Könnten Sie kurz? Ja, na klar. Sie entschuldigen mich bitte, ja? Das ist alles total hart für Sie. Ja. Aber sagen Sie, können Sie sich vielleicht vorstellen, dass wir einen Privatdetektiv einschalten, um Benny zu beobachten? Wir müssen den Fall doch irgendwie vorantreiben. Ja, vielleicht wäre das eine Idee. Einverstanden? Ja. Okay. Die Frau Schulz hat ja nicht Unrecht. Und auch die Aussagen meiner Mandantin über Benny Orten lassen tief blicken. Vielleicht hat er doch irgendwas mit dem Verschwinden zu tun. Aber all das kriege ich nur mit einem Privatdetektiv raus. Und darum werde ich mich jetzt verschärft kümmern. Mein Ziel ist es, die Ermittlungen gegen meine Mandantin endlich zu beenden. Und das schaffe ich nur, wenn ich der Polizei den wahren Täter liefere.